Ich habe durch das Laufen einen eigenen Bezug zur Natur gefunden, der mich auch Dinge tun lässt, die ich mir nie traut hätte. Ich habe mir vor vielen Jahren ein kleines Motorboot gekauft, einfach um in Grado einmal in die Lagunen reinzuschnuppern. Habe aber dabei gemerkt, dass es wesentlich entspannender und auch abenteuerlicher ist, mit der Kraft des Windes unterwegs zu sein. Habe mir dann ein Segelboot in Kroatien gekauft, mit dem bin ich untergegangen in einem Sturm. Habe mich aber nicht entmutigen lassen und bin in mein Land meiner Träume, nach Griechenland, wo ich immer schon hin wollte, wo für mich das Paradies ist, wo man wirklich die Einsamkeit noch hat und unberührte Natur. Es ist sicherlich ein Privileg, mit einem Boot an Plätze zu kommen, wo der normale Tourist nicht hinkommt. Aber ich genieße es dann dort, ein paar Schritte zu laufen, in diese Natur mit zu begeben, dort und da mal wo stehen zu bleiben und einfach den Ausblick zu genießen. Und manchmal gibt es richtig was zu entdecken dabei. Segeln ist mit Sicherheit nicht der einfachste Weg, zu diesen Plätzen zu kommen, weil man mit diesen Kräften der Natur umgehen muss. Wenn du große Fehler machst, ist der Teufel los. Aber es ist ein irrsinnig lässiges Gefühl, wenn du weißt, du brauchst jetzt keinen Diesel, du hast keine Maschine an. Du machst es wirklich nur mit diesem Spiel zwischen deinem Handeln und den Winden. Segeln ist etwas, das ist jahrelange Arbeit, an der man wachsen kann. Viele zerbrechen dran, weil sie halt dann wirklich sich mit der Natur anlegen und dabei untergehen. Das ist mir auch schon passiert, ich habe aber nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht. Und jetzt bin ich heute halt in einem Land, das unglaublich toll ist, nämlich in Griechenland. Und da ziehe ich mich zurück und fahre mit dem Segelboot zu Plätzen hin, wo ich sonst nicht hinkommen hätte und dort gehe laufen. Wenn du mit dem Segelboot am Meer draußen unterwegs bist, du hast kein Internet, du hast kein Handy, du hast keinen Strom, du brauchst das auch nicht. Und genau das macht es halt dann aus in dem Moment, wo du halt hergehst und sagst, im Grunde brauche ich nicht viel. Jetzt brauche ich gerade einen Wind, damit ich weiterkomme, damit ich mir vielleicht in einer Bucht irgendwo einen kleinen Fisch fange und am Lagerfeuer dann sitze und ein bisschen über mein Leben nachdenke. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal ein Boot haben werde. Nie. Aber es hat mich zu faszinieren angefangen und ich habe in dem Moment, wo es angefangen hat, mich zu faszinieren, sofort damit angefangen. Und habe viele andere Sachen dabei zur Seite gestellt. Ich traue mich auf das Meer hinaus, messe mich dort und da einmal mit den Winden und komme wieder zurück und es geht mir gut dabei. Ich gehe meinen Weg, bringe Ordnung in mein Leben und schaue, dass es mir gut geht dabei. Das ist das Ziel für mich.